Die 80-20-Regel, das Pareto-Prinzip, funktioniert doch auch genau gleich bei einem Jazz-Standard. Mein Name ist Sven Heffliger und ich bin der Gründer von Sappiano. Ich habe mich vielfach gefragt, die Schüler, die Jazz lernen möchten, warum hören sich die nicht besonders gut an, wenn sie mit dem beginnen? Und einfach die super einfache Regel, die kann man runterbrechen kann auf alles, ist diese 80-20-Regel. Wenn du dir ein neues Stück anschaust, das war zum Beispiel I Fall in Love Too Easily. Das ist nicht unbedingt in meinem Repertoire, ich habe das mehrheitlich jetzt gelesen am Blatt, aber was ich dir zeigen und demonstrieren werde jetzt hier, 80% von dem, was da steht, von diesem Stück, wenn du einfach nur per Liedsheet lesen würdest, damit solltest du vertraut sein, mit 80%. Sofern du sagst, okay, ich kenne vielleicht nur 3 Akkorde von dem, ich habe die mal irgendwo so gedrückt, da muss man ein bisschen suchen, wo die sind, dann ist das viel zu schwierig. Und übe nur Jazz-Standards, wo du schon 80% dessen kennst und du bist vertraut mit dem, was da steht. Und sonst wirst du ewig lange dran sein, ohne irgendwelche hörbare Ergebnisse zu erzielen. Wir schauen uns zunächst ein bisschen theoretisch miteinander an. Ich zeige dir, worauf du achten kannst und dann werde ich das Ganze auch am Piano noch zeigen. Und dieses Video ist gesponsert. Ich habe mich immer gefragt, hey, wenn ich zu Hause in der Stube sitze, unten, es ist ein bisschen dunkel, es ist ein schummrig, hey, da muss es doch eine gute Lichtquelle geben. Wie kann ich dann ein Licht da herbeizaubern, wo man auch die Noten gut lesen kann? Und da habe ich eine Firma angeschrieben und diese Firma, das ist die BenQ. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Und jetzt kommt noch ein kurzer Werbeclip. Noch kurz zu erwähnen, dass es im Licht ist, man kann es wirklich dimmen, ist eine gute Sache. Man kann es ein bisschen warm machen, man kann kaltes Licht machen, man kann es ganz hell machen, ganz dunkel, schummrig, ist alles möglich mit nur einem Button, mit nur einem Klick. Super einfach und es funktioniert wirklich gut. Ich würde sonst keine Werbung machen für irgendein Produkt. Jetzt schauen wir uns die Sache zunächst einmal theoretisch miteinander an. Das erste hier, die Taktart, die Tonart, denke ich, ist sehr entscheidend. Wir haben hier das C, das bedeutet, hier ist ein Viervierteltakt, der darunter liegt. Ich denke, das sollte keine große Herausforderung sein. Aber jetzt kommt schon der erste tricky Part. Wir haben hier 3 Bs, das bedeutet, wir befinden uns in der Tonart S-Dur, respektive in der parallelen Moll-Tonart C-Moll. Wenn du mit C-Moll nicht vertraut bist und deren Stufenakkorde, was da so alles darunter liegen kann, dann macht es eigentlich wenig Sinn, dass du an solches Stück dir erarbeitest. Also du solltest hier dich in dieser Tonart gut bewegen können. Du hast im besten Fall schon mehrere Stücke in S-Dur oder C-Moll gespielt und noch besser, du hast auch theoretische Kenntnisse, du weißt ganz genau, welche Akkorde darunter liegen können, wie die ganzen Chord Scales funktionieren, das ist doch ein Vorteil. Gerade im Jazz, wenn man auch möchte darüber improvisieren, über das ganze Stück, dann ist es doch gut, wenn man hier Kenntnisse hat, profunde Kenntnisse. Also ich denke, die Melodie, das ist nicht so schwierig. Ich habe hier so Noten drin, da hat es zum Beispiel ein B drin, da wird es wieder aufgelöst. Du musst davon ausgehen, das hier, das ist ein Gesangsstück, das hat ein Sänger gesungen. Und im Jazzgesang werden diese Noten vielfach angesungen. Wenn man das danach aufnotiert, dann sieht es ein bisschen eigenartig aus. Wenn man es genau so spielt, dann hört es ein bisschen eigenartig an. Also da, 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 da. Hört sich nicht wahnsinnig gut an. Aber eben, wichtig ist einfach, dass du mal diese Noten, die solltest du kennen. Ich denke, das ist keine große Herausforderung, weil hier, die bewegen sich ja auf sehr einfachem Niveau hier. Da habe ich auch noch ein E drin hier wiederum, da noch ein Fis, das ist ein bisschen speziell hier ein A, löst sich auf A. Das sind die speziellen Sachen und der Rest, der bleibt in S-Dur. Und die Fingersätze, ich denke, die ergeben sich, das ist da relativ easy. Jedenfalls ist es easy, wenn du solche Sachen schon mal gespielt hast. Okay, dann, ich würde sagen, der Trick-Part, der findet hier unten statt. Ha, ha, ha. Und da ist vom Vorteil, wenn du schon 80% noch drin hast. Wenn du weißt, F-Moll, B-Flat, das ist eine 2,5 hier, dann habe ich hier die erste Stufe, dann habe ich die vierte Stufe, S-Major 7, A-Major 7, solltest du schon mal gespielt haben. Und du solltest auch wissen, welche Töne darin vorkommen. Denn je nachdem werde ich diese Voicings da so platzieren, dass ich oben immer die Melodie habe. Also die Melodie ist immer die höchste Note, die wirklich hörbar ist, auf dem Piano, wenn ich die so spiele. Und dann muss ich die Akkorde so legen können, dass ich hier die oberste Note berücksichtigen kann, die Melodie, dass diese wirklich nach oben aufpoppt, dass man diese wirklich schön hört, dass sie lauter ist als das.
Und demzufolge muss ich die Akkorde natürlich so legen können unter die Melodie, respektive ich muss vertraut sein, auch mit Umkehrungen. Dann geht es weiter, dann habe ich wieder eine typische 2-5, aber diesmal in Moll, D7 B5, G7 alteriert. Da wird es schon ein bisschen tricky. Wenn du das schon mal irgendwo gehabt hast, irgendwo, keine große Sache. Dann habe ich C7, dann habe ich einen wunderschönen Akkord, A7, Kreuz 11. Genau, den könnte ich auch weglassen. Das ist eher so ein bisschen noch ein bisschen Würze hier in diesem Spiel, hier in diesem harmonischen Konstrukt. Aber nichtsdestotrotz ein A7, B5, da müsste ich nicht mehr wissen, was das heißt. Also ein B5 wäre zum Beispiel der Ton S hier drin, in diesem dominanten Akkord. Und dann geht es wieder weiter, habe ich dasselbe nochmals, 2-5, 2-5, okay, da wechselt die Bassnote hier. Dann habe ich hier, das sieht aus wie wieder ein 2-5 hier, wenn ich hier den D7 verwenden würde, aber ich nehme hier den Tritonus-Substitut, also ich habe hier den Ass 13 hier, genau, und dann geht es wieder weiter auf diese 2-5. Genau, alles, was ich dir jetzt erzählt habe, und du sagst, habe ich mal gehört, kenne ich doch, kenne ich von ihr nur anders her, dann ist gut. Wenn du 80% von dem verstanden hast, was ich dir jetzt so kurz formuliert habe, denkst du, 20% kann ich drauf schaffen, dann ist das Stück das Richtige für dich und dann wirst du das auch wirklich gut drauf schaffen können in einer Zeit, wo du sagst, okay, ich kann es so rasch spielen, ohne dass mir das Stück komplett verleitet. Also, genug der Theorie, wir gehen ins Piano. Da kommt bei mir so richtig Stimmung auf, wenn ich sowas spiele. Muss ich zugeben. Also, was habe ich gemacht hier? Ich habe zunächst einfach nur das Voicing hier unten mal so gelegt, den F-Moll 7. Wenn du natürlich das als Lehrbuch anschaust, du hast vermutlich eine Akkordtabelle und sowas, dann sieht der F-Moll 7 bei dir so aus. Würde ich jetzt da so nicht so spielen, ist nicht besonders jazzig, ist kein... theoretisch ist der Akkord zwar korrekt, aber in der Praxis würde ich zum Beispiel sowas spielen. Also ich habe hier den F so gespielt, Grundton, kleine Septime, None, kleine Terz, Quinte, dann die Melodie und dann habe ich ein bisschen was Schönes noch hinzugefügt hier, lasse ich jetzt weg im Moment, ich habe hier die B9 noch hinzugefügt und dann hört sich das Ganze noch ein bisschen schöner an. Und das Ganze löst sich dann auf und da würde ich wirklich so eine Dezime mit der Stretchen hier, mit der None hier. Und dann dieser Akkord, der ist ziemlich aus dem Lehrbuch hier, der Ass. Hier habe ich Ass als Grundstellung, weil hier habe ich den G ja sowieso in der Melodie drin. Das Ganze kann sich dann so anhören. Dann habe ich hier die Akkorde ein bisschen einfacher gespielt. Und dann hier den G7 habe ich, ich habe den Grundton weggelassen hier, habe hier dafür die B9 hinzugetan. Und dann dieser wunderschöne Akkord, habe ich ein A7 Kreuz 11 hier so drin stehen, mit einer None, hört sich sehr schön an für mich. Also hier vom C-Moll. C-Moll 7 zu dem. Macht es noch ein bisschen sphärisch, das Ganze. Dann geht es weiter. Dann kann ich zum Beispiel. Ja, wunderschön. Da habe ich zum Beispiel eine Dezime hier unten. Da könnte ich auch den B9 hier wieder hinzufügen. Dann habe ich hier nur ein C-Moll. Ich lasse die Septime jetzt weg, obwohl sie da steht. Einfach, weil es mich nicht gut anhört. Ba, ba, ba. Da könnte man auch eine 2-5 draus machen. Ich könnte auch den F7 hier so spielen. Am besten noch mit einer 13, einer None. Hört sich sehr gut an. Also siehst, wenn du Kenntnisse hast über das, was darunter liegt,
dann hast du plötzlich irre schnell Ideen, du kannst ausprobieren hier, also das, was ich jetzt mache, nichts anderes hier, und dann kriegst du das Stück relativ rasch auch um den Finger. Ich zeige dir aber danach noch eine einfache Variante. Dann geht's weiter. Genau, dann habe ich hier den A-Moll 7, den könnte ich so spielen, A-Moll 7, B5. Ein typischer 2-5 im Moll, hier habe ich einen alterierten Akkord von D7, das könnte auch sowas sein. Ich könnte auch die Tritonus-Substitution nehmen. Da habe ich dann Ass 13 mit der 11 hier in der Melodie. Also, 80% von dem, was ich hier gesagt habe, jetzt ist gut, wenn du es kannst. Jetzt aber gibt es noch einen anderen Trick. Gerade im Jazz, im Pop ist es so, du kannst eigentlich jedes Stück spielen und du kannst es vereinfachen. Das ist das Tolle daran, wenn du mit Lead-Sheets unterwegs bist. Dann bist du nicht in diesem Muster drin, hey, du musst es ganz genau so spielen und sonst ist es einfach falsch, sondern du hast immer einen gewissen kreativen Spielraum, was die harmonische Struktur anbelangt, in dem Sinne, dass du die Akkorde nicht zu komplex spielst. Vielfach in so einem Lead-Sheet wie hier, da stehen ganz viele Dinge, was man da noch alles machen kann, aber man muss es nicht. Wenn ich das jetzt super einfach runterbrechen würde, wenn ich nur Grund und Terz nehmen würde oder Grund und Septime, hätte ich sowas. Hört sich jetzt nicht so bunt an, aber es ist richtig. Genau, ich habe es möglichst platt gespielt, auch die Melodie, da habe ich keine großen Variationen eingebaut. Ich habe es jetzt wirklich so gespielt, wie es da steht. Und hast gemerkt, diese Sachen, wenn du das verstehst mit diesem Grundton, Terz und solche Geschichten, dann ist es doch auch schon wieder einfacher. Wenn dich diese Materie interessiert, dann würde ich dir den Kurs Jazz Piano empfehlen auf Zapiano. Da erkläre ich alles super blumig, super detailliert, wie das Ganze aufgebaut ist und worauf du achten solltest, wenn du Jazz lernen möchtest im Piano. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war aufschlussreich. Und wenn du noch Fragen hast, dann hinterlasse hier unten noch einen Kommentar und wir werden das gerne beantworten. Also, bye bye.